Heute möchte ich über ein Thema sprechen, mit dem wohl die meisten jungen Leute, aber auch viele Erwachsene zu kämpfen haben. Die Akne. Was es mit dieser Erkrankung auf sich hat und wie man sie am besten behandeln kann, erfahrt ihr in diesem Video. Die Akne ist weltweit die häufigste Hauterkrankung überhaupt. Sie entsteht durch Veränderungen im Stoffwechsel und Hormonhaushalt des Körpers. Unter dem Einfluss von männlichen Geschlechtshormonen, sogenannten Androgenen, bilden die Talgdrüsen vermehrt Fett- und Hornzellen. Das Sekret kann schlechter abfließen, die Drüsen verstopfen und es entstehen Pickel. Da sich hier auch vermehrt Bakterien ansammeln können, entzünden sich die betroffenen Stellen leichter. Auch durch Medikamente, Kosmetika, Ernährung, Stress und Rauchen kann Akne schneller entstehen. Die Hautveränderungen beginnen meist während der Pubertät und klingen nach wenigen Jahren wieder ab. Mitunter können sie aber auch bis ins Erwachsenenalter reichen, wobei Jungs und Männer im Allgemeinen häufiger betroffen sind. Typischerweise treten bei Akne Mitesser und entzündliche oder eitergefüllte Pickel im Bereich von Gesicht, Brust, Oberarmen und Rücken auf. Bei schwereren Formen können auch schmerzhafte Knoten, bleibende Narben, Fieber und Gelenkentzündungen hinzukommen. Auch die eingeschränkte Lebensqualität und seelische Belastung werden oftmals unterschätzt. Wer Akne hat, sollte, auch wenn es schwerfällt, lieber die Finger von der Haut lassen. Zu empfehlen ist stattdessen eine professionelle Beratung und Behandlung, zum Beispiel bei einem Arzt oder Medizinkosmetiker. Je nach Haut und Beschwerden können dann zum Beispiel Cremes, Lotionen und Medikamente zur äußerlichen Anwendung oder zum Einnehmen eingesetzt werden. Auf fettige und ölige Cremes und Lotionen solltet ihr zunächst verzichten, da sie die Poren zusätzlich verstopfen. Generell solltet ihr bei der Behandlung ein bisschen Geduld mitbringen, da es eine Weile dauern kann, bis sich erste Erfolge zeigen. Der Akne vorzubeugen ist eher schwierig, da hormonelle Veränderungen automatisch während der Pubertät auftreten. Ihr könnt aber auf eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Haut achten, euch ausgewogen ernähren und auf Nikotin verzichten. Natürlich ersetzt der Besuch bei YouTube nicht den Besuch beim Arzt. Ich freue mich über eure Bewertung und euer Abo. Gute Besserung und bleibt gesund!